Achtung, Aufnahme. Warum gibt es uns wieder in Zivil? Uns? In Zivil. Obwohl es mitten in der Saison ist und obwohl es noch hell ist. Und naja. Also wir sind auf dem Weg, der langen Rede kurzen Sinn, nach Holland. Und zwar, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, weil Tina das alles geregelt hat. Andere Säule. Ah, ich sehe dich gar nicht mehr. So, da. Hallo, Herr Arne Mertens. Geschäft. Ho. Könnt ihr das lesen? Geschäftsführer steht da. Eigentlich habe ich gar nichts zu melden in meiner eigenen Firma. Egal, hier, da grinst jemand. Grüne Sektor heißt das. Der Grüne Sektor. Der Grüne Sektor ist eine Messe in Holland, so ähnlich wie die Galabau in Nürnberg. Nur halt ein bisschen kleiner, glaube ich. Kleiner. Keine Ahnung, also der Plan. Da muss schon wieder, Achtung, seht ihr das? Da überholt schon wieder echt so ein Trottel. Obwohl wir mit über 100 unterwegs sind und hier nur 100 erlaubt ist. Also ist total geil. Der Plan sah gar nicht so klein aus. Wir haben, glaube ich, 6 Hallen oder so. Also okay, 6 Hallen. Der Grüne Sektor in Holland, da sind wir auf dem Weg hin. Jetzt muss ich mal wieder leider sagen, wie das zustande gekommen ist. Weil, ihr wisst, wir haben den neuen Twin-Trainer. Und ja, zugegeben, der Jan Gerd, ne? Genau, Jan Gerd. Ist irgendwie auch so ein typischer Holländer-Name, Jan, ne? Eigentlich eher so ein Friesischer, ja gut, Holland, Friesland, ja, passt. Also der Jan Gerd hat uns eingeladen. Das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen. Der hat uns also eingeladen. Das heißt, die Karten hier sind sponsert bei Jan Gerd. Jan Gerd ist halt der Inhaber von Gedeon Anhangwagen und Foodtrucks aus Holland. Und der ist Generalimporteur für den Twin-Trailer. Und so ist das halt zustande gekommen. Also, ja, wir sind eingeladen worden. Ja, wir fahren hin. Ja, wir freuen uns. So. Okay, und euch nehmen wir mit, weil wir sind gespannt, was es da in Holland alles so ausgestellt gibt und was es da vielleicht Neues gibt und was es da vielleicht auch anderes gibt als zum Beispiel auf der Galabau. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Und jetzt habe ich schon wieder ganz lange gequatscht und deswegen fahren wir jetzt und sind in einer knappen Stunde da und ihr seid dabei. Stay tuned. Besökers im Kreise links, Besökers. Hier ist der Eventbar. Mit dem doppelten, mit der doppelten Halterung. Ist tatsächlich eigentlich alles das gleiche. Also auch die Software ist die gleiche, denke ich. Also der Kasten, aber der Rucksack ist kompakter. Also. Thank you.
dann Geld irgendwo machen. Alles pragmatisch, ne? War ein Gefissel. Dann nicht den Posten, mein Handy ist dann auf dem Schon neun. Oh, ist der süß. Süße Beiße. Geh mal drauf. Da meinst du nicht, den kannst du mit ins Bett nehmen, oder? So, hätten wir auch haben müssen. Auch. Wie klein du dann. Ja, der ist mal ganz anders gebaut. Ja, eigentlich nicht. Das ist nur so heiß gebadet. Ja. Das ist ein Loser, ne? Ja, ja, das ist ein Loser. Ja, aber das ist ein Loser. Nee, hier Quatsch. Ich wünsche mir, dass du unten so heiß gebadet. Für alle, die gefragt haben, ob es einen kleineren geben wird. Ja. Es gibt einen kleineren. Hey. Ist aber echt. Ja. Ja, aber für den Kleinen ist das toll. Und ist eigentlich auch noch so, dass man nicht alleine gerade so rausgeht. Ja, wir sind ein großes Team, ja. Wollen ziehen dürfen. Ob es den Twin Trailer auch eine Nummer kleiner gibt? Jawohl. Ab April diesen Jahres ist der neue kleine Twin Trailer auf dem Markt zu haben und vorbestellen könnt ihr den jetzt schon. Ich habe die Daten nicht so genau im Kopf, aber er ist eigentlich genauso geil gebaut wie alle anderen. Er hat die gleichen Features wie hier die Klappen und so eine Geschichte. Also gute alte bewährte Twin Trailer Technik. Ich muss mal kurz die Daten ablesen. Also der neue wird ein 2,7 Tonner sein. Hat bei 2,7 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht über 1800 Kilogramm Nutzlast. Über 1800 Kilogramm Nutzlast, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Hat ein Innenmaß von 3,9 Meter mal 1,83 mal 1,20. Und hat dann Außenmaße von 4,62 mal 1,97 und 1,84. Können wir nachher nochmal einblenden. Wie man hier auch schön sieht, ist der auch mit den, wahlweise mit Gitterschotten zu haben oder eben, wie ihr das von den anderen kennt, mit Vollaluminiumbracken. Also da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt und die sind dann jetzt auch seitlich abklappbar. Ein bisschen einfacher dann, ja. Ne? Unser hat die ja zwei geteilt, das kennt ihr ja, und diese sind jetzt in einem Stück und abklappbar. Was das Beladen von der Seite, wenn ihr jetzt Grasschnitt habt oder Heckenschnitt oder so, könnt ihr das so jetzt mit der Forke zack drauf, Klappe zu, ab für tot. Geiles Feature, finde ich. Und auch hier sieht man wieder, dass sie eigentlich ständig ihr Produkt verbessern und ständig am Anhänger arbeiten und auch auf Kundenwünsche eingehen, weil wie gesagt, es war ein kleinerer Anhänger gewünscht. Hier ist der kleinere Anhänger erhältlich ab April. Vorbestellen, jetzt schon möglich. Twin Trailer. So, eine Kleinigkeit muss ich noch erwähnen. Der Twin Trailer ist, wie gesagt, auch zubehörweise mit einer Winde erhältlich. Aber ihr hattet mir ja letztes Mal in die Kommentare geschrieben, ob man den Knochen nicht abnehmen kann. Natürlich kann man den rausnehmen. Ne? Also ihr könnt diesen Kill-Switch. Logisch ist der abnehmbar. Klar, wäre ja Quatsch, wenn der nicht abnehmbar wäre. Ne? Also ich habe den letztes Mal noch nicht rausgenommen. Der ist abnehmbar, ganz normal. Ja, wie jeder Kill-Switch auch. Ja? Also das nochmal zur Ergänzung, ich war da nur zu blöd zu, natürlich kann man den rausnehmen, nehmen wir nicht. Guck mal, Arne, da. Ja. Wir sind auch hier, was machen wir denn? Samen? Ja. Wir merken es auch an sich. Taschenrüttler. Hier am Bumsen, ja. Ich bin ja auch gut.
Krankenwagen. Das ist das System. Das ziehen wir hier mit weiter, ja. Weil den kannst du in deine... Übrigens, wollen wir mal festhalten, hier gibt es gratis Essen und Trinken. Liebes Deutschland, schneid dir meine Scheibe ab. Genau. Liebes Deutschland, da kannst du den Scheiben abschneiden. Definitiv. So entspannt waren wir noch nie auf einer Messe. Ja. Ja. Das ist doch immer interessant. Wirklich kann ich noch nie kochen. Aber die gehen sie auch in die Europa. Das ist meiner Meinung nach noch die beste Segel. Und? Ja, cool. Aber ich kaufe und vorher schon geworden. Stell dich mal daneben, man sieht ja, wie groß der ist. Ich bin hübscher wie du. Vor allem ist der viel runder als ich. Der reißt die Bäume einfach aus. Das ist aber echt.